Liebe Freunde, das Jahr 2018 war ein ganz gutes Jahr für das Burgenland. Wir haben es geschafft, die soziale Modellregion Burgenland weiter auszubauen. Wir haben Herausforderungen für das Jahr 2019. Es ist so, dass wir in dem Pflegebereich, wo wir maßgeblich noch mit der alten Regierung auch erreicht haben, dass es keinen Pflegeregress mehr gibt, einiges zu tun. Es wird an uns liegen, hier auch das Burgenland noch einmal weiterzuentwickeln im Sozialbereich. Für meinen Bezirk Oberpullendorf möchte ich sagen, war es ebenfalls ein gutes Jahr. Wir haben mit dem Ausbau der Therme Lutzmannsburg mit 25 Millionen im nächsten Jahr etwas erreicht, was nicht glaublich war. Wir haben mit 140 Millionen Euro, was den Ausbau der S31 betrifft, auch einiges erreicht. Also ich glaube, man kann mit Fug und Recht gut in das Jahr 2019 schauen. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, nicht nur zu Weihnachten, sondern auch zum Jahreswechsel.